Hallo und zurück in unserem kleinen Wohnzimmer. Es sind echt die schönen, also es ist wirklich herzallerliebst. Genau so mag ich's. So, wir müssen zurück. Jawohl, wir müssen zurück nach Gettysburg. Auf geht's. So, wisst ihr zufällig noch? Ach kommt. Ach, ich bitte euch. Ach nee. Ach, ein bisschen. Ach kommt. Ich schau mal, ob es in den Einstellungen da vielleicht einen Schwierigkeitsgrad gibt. Ich glaube zwar nicht, aber. Nein, gibt's nicht. Das ist ja was für. Ach komm, ein bisschen. Ein kleines bisschen. Mitdenken. So ein glitzekleines bisschen. So ein. Naja. Okay. Ja, super. Ja, das ist ja blöd, oder? Wer hat sich denn dem Blödsinn ausgedacht? Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist nur ein Areal von 3x3 Metern. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Sag mal, wo haben wir denn eigentlich? Wo haben wir denn eigentlich? Was haben wir denn eigentlich noch? Hier. Haben wir das mit dem Blei gemacht? Mit dem Auftrag? So, wir brauchen das Munitionsgeschoss. Wenigstens ist das noch. Kann es sein, dass es hier in der Nähe dann ist? Wollen wir schauen. Das wäre natürlich nicht schlecht, denn 30 Dollar sind 30 Dollar. Wir sind schon mal, wir wären dann schon mal am richtigen Platz vielleicht. Ne? Vielleicht aber auch nicht. Naja, hier kann es nicht sein. Es muss, ja. Ja. Das jetzt zu finden, ne? Oder gibt es da noch irgendwie im Auftrag? Oder gibt es da auch irgendwie so einen Spot? Wenn du dich blöd. Könnten wir. Oder wir brauchen dazu dann wirklich das bessere Equipment. Na? Das wird schon ein bisschen. Oh, mitten durch die Sträucher hier. Hier wäre wieder was. Ja, ja, ja. Ich bin gute Dinger. So, jetzt will ich eine Bleikugel, bitte. Bitte, eine Bleikugel. Das sieht aus wie eine Bleikugel, schau mal. Das ist eine Kugel. Kommt. Eine kleine Runde. Wahrscheinlich von einer Muskete. Ich wäre verrückt. Das ist schon ein bisschen aufregend hier, ne? Es ist, ich finde, es ist spannender als hier. Ja, für euch nicht, aber für mich ist es spannender als jeder Shooter oder was auch immer. So, die Kugel ist ein Geschoss, das in Musketen verwendet worden ist. Der Größe nach zu urteilen, könnte es aus einer alten Muskete oder sogar einer Arkebuse. Arkebuse war ja mehr oder weniger nichts anderes als ein großes Rohr, wo eben hinten dann mit Pulver gezündet wurde. Und dann abgeschossen wurde. Ne?
im Vorreiter der Moskiten. Dies wiederum bedeutet, dass es frühestens auf das 15. Jahrhundert, spätestens auf das frühe 17. Jahrhundert datiert werden kann. Kann also niemals in der Schlacht um Gettysburg. So, das Geschoss einer Muskete kann eigentlich als Kugel und nicht als Geschoss bezeichnet werden. Oha. Super. Haben wir auch das. Haben wir die Quest abgeschlossen, ne? Ein Traum. Ein kleiner Traum. Mehr haben wir ja nicht an Quests, ne? Dann gehen wir wieder zurück. Ja, Gettysburg. Da hat ja die Südstaaten haben ja gegen die Nordstaaten gekämpft, ihr wisst ja. Insbesondere General Lee, ich glaube gegen General Grant, ne? Grant war, glaube ich, der von den Nordstaaten, der dann insbesondere sich hervorgetan hat in den Indianerkriegen gegen die Dakota. Und insbesondere auch mehr oder weniger Sitting Bull am Ende besiegt hat, ne? So, wir reisen zurück ins Büro. Ja. Gut. So. E-Mail. So, jetzt können wir tatsächlich zum Bayerischen See. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, nach Bayern endlich zu kommen. Bin ich ja nicht schon den ganzen Tag. Okay, passt. Wir haben jetzt 227, da können wir uns noch keinen neuen Detektor. Ne? Ich glaube, mit 300 ist die nächste. Und wir brauchen noch Prestige 2. Ah, das passt nicht ganz. Hm. Ich weiß nicht, ich lasse die mal hier irgendwie. Finde ich die gut. Dann hat man eine Muskete und, ne? Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt unsere Münze verkauft. Und dort in Gettysburg war ja gar keine Münze mehr. Ob das so eine gute Idee war, halte ich beinahe nicht so, wisst ihr? So, wir reisen jetzt. Zwar ist nie etwas Aufregendes hier passiert. Am Allersee, da war ich noch nie. Wo ist denn der? Da muss ich doch mal hinreisen. Das ist doch bestimmt nicht weit von mir. Dennoch ist der Allersee auf der Karte eines jeden Schatzsuchers. Einer der Gründe ist das Gerücht, dass... Ach, Hitlers Gold versteckt wurde? Echt? Das hat mich noch nie interessiert. Zwar wurde dies von zahlreichen Tauchern widerlegt, jedoch können hier trotzdem interessante Funde aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geborgen werden. Zum Beispiel eine alte deutsche Pickelhaube. Das wäre doch was super Gutes. Sagt mal, wir tauchen doch jetzt nicht noch im See, oder? Da brauchen wir nicht nur einen Detektor, würde ich sagen. So, reisen wir hin? Seid ihr bereit? Ich bin's. Ah, und schon fühle ich mich wohl. Ach so, wir haben keinen Auftrag, ne? Warte, müssen wir nochmal zurück. Wir gehen lieber nochmal zurück ins Büro. Wir müssen noch einen Auftrag mitnehmen. Ein, zwei. Vielleicht den Nebenjob. Entschuldigung. Völlig vergessen im Reden. So, räume den Müll weg. Das wäre natürlich auch mal eine Idee. Ich heiße Robin Hewitt und vertrete das Institut für Archäologie. Ich schreibe Ihnen aufgrund der Informationen, die wir von Herrn Johann Schmidt erhalten haben. Wie wir verstanden haben, suchen Sie nach Aufträgen, richtig. Leider können wir Ihnen derzeit keinen größeren anbieten, aber falls Sie Kontakt knüpfen möchten, einen kleinen Job haben Sie. Versuchen die Genehmigung zu bekommen, hier Nachforschung anzustellen. Dafür müssen wir uns erstmal ein Bild machen. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, wir bekommen dafür 1000 Prestige, echt? Das wäre natürlich viel, ne? Ich würde gern erstmal die Nebenjobs abarbeiten, wisst ihr? Und dann können wir nämlich die zwei Nebenjobs machen. Einmal vom Botaniker. Aha. Pflanzen. Wir müssen Pflanzen entdecken. Finde ich ja super.
Machen wir Fotos davon. Na klar. Das ist super. Und finde den schnellsten Weg vom Fluss zum Dorf. Ja, ich bin total professionell. Das ist klar. So, und derzeit qualifiziert er einen kleinen Auftrag. Ja, das weiß ich nicht, was wir da machen müssen. Aber wir nehmen trotzdem den Auftrag an. Wir lassen mal den großen Aufräumarbeit, das lassen wir weg. So, jetzt aber reisen. Trotzdem frage ich mich, wie wir das machen sollen mit dem schnellsten Weg. Lieber Besucher, bitte beachten Sie, dass der Park im Jahre 2018 an diesen Tagen geschlossen ist. Ja, wir befinden uns doch im Jahre 2020. Also hier kommen wir schon mal nicht raus. Oh, Studententicket kostet 5 Euro. Familienticket 15. Normal 10. Sag mal. Ach ja, hier haben wir noch. Bitte nicht verunreinigen. Wir haben einen Tropfstein National Park. Vielleicht bekommen wir irgendwie einen Tropfstein. Hier können wir schon mal nicht drauf. Kleiner Fluss. Schön. Ja, im Grunde ist der schnellste Weg nur über die Brücke. Das ist der einzige Weg. Würde ich mal beinahe behaupten. Ich fühle mich sofort in einem bayerischen Alpen. So. Ich habe noch nichts gehört, dass mein Detektor ausgeschlungen ist. Vielleicht müssen wir tatsächlich nochmal mit einem anderen Detektor hier. Ach, hier ist ein Wanderpfad. Jetzt wollte ich die Pilze sammeln, aber das sind wir auch schon wieder im falschen Spiel. Hier könnte natürlich auch ein Weg jetzt hinführen. Wir sollen doch irgendwelche Pflanzen sammeln, ne? Ja, die sehen wir schon, ne? Ansonsten ist es ja hier nur fahren. Wenn wir eine Pflanze sehen. Ja, noch gibt es hier gar nichts. Wenn ich es recht bedenke. Wollen wir hier ein Bild machen? Also nicht, dass es irgendwas bringt, aber. Ist doch irgendwie cool. Finde ich so. Hier? Das Ding da? Ist das in Ordnung? Wir können aber kein Selfie machen, ne? Das geht ja schon gar nicht. Ach Gott, wirklich? Was ist das? Ich habe die Startzone erreicht. Ja. Mach mal, ja. Kann ich eigentlich schneller laufen? Weil so würde ich mir beinahe behaupten, schaffe ich es nicht. Müssen wir hier rauf? Man, war noch nicht so sicher. Nee, noch. Bestimmt hier rüber oder so. Also schon mal gut. Das ist schon mal eine kleine Herausforderung. Ich bin der Meinung, dass wir hier falsch sind. Aha. Ich glaube, wir müssen... Obwohl, schaut mal hin. Die Idee hier ist gut. Vielleicht. Ach, hier rauf. Vielleicht müssen wir hier einfach hier rauf. Wenn wir ein bisschen schneller sind. Nee, hier kommen. Doch. Nee, hier kommen wir nicht rauf. Schaut hin. Keine Chance. Also hier der Weg, den kann man vergessen.
den Weg haben wir glatt und ganz und gar vergessen. Moment. Wenn wir schon mal da sind, ne? Nehmen wir natürlich mit, was wir bekommen. Auf geht's. Und hopp. Und das ist wieder irgendein eine Pinzette? Nee, das ist wieder so eine Cola-Dingsbums. Ja, ja, das kennen wir. Da gibt's viele alten. Die alten Umweltverschmutzer. Seid ihr auch solche Umweltverschmutzer? Ich bin ja immer einmal mit am See und wir räumen da den Müll weg mit dem Bund junger Naturschützer und ich sag euch, das wird es so eine so ein Karabiner, der ist auch voll was wert. So, wenn wir schon mal hier sind. Moment. Ja, aber ihr wisst ja. Jeder Dollar könnte uns den nächsten Detektor. Den nächsten Detektor bescheren. Ne? So viel sind wir gar nicht mehr von den 300. Von den 300. Ein Flaschenverschluss. Das ist ja super. Ein Traum. Alter. Wenn ich bis 2077 warte, könnte ihr eventuell was wert sein. Sieh hier. Wird schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Nee, wir müssen hier hin. Ja. Ja. Wo genau? Halt! Mitten hier oben, ne? Schon ein bisschen anspruchsvoller jetzt hier. Das muss doch was Anständiges sein. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Was ist das? Ein Nagel. Danke. Damit komme ich nicht weit. Wo ist denn mein... Was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist ja voll... Hier haben sie bestimmt gekämmt und jede Menge Nägel und... irgendwas verloren, ne? Hier finden wir bestimmt nur Mist. Hier finden wir bestimmt nur totalen Mist, sag ich euch. Das ist wieder nur ein Flaschenverschluss. Aber okay. Halt, nur wegen dem blöden Umweltverschmutzern. Muss ich mich hier mit Flaschenverschlüssen auseinandersetzen. So. Hier haben wir schon mal unseren ersten Fotopunkt. Yep. Und graben. Zigarette. Nee, das sind Patrone. Das ist eine Patrone.
9 mm. Sehr schön. Immerhin. Ist jetzt nicht der große Fund, aber ich sag mal besser als nix. Besser als nichts. Und jetzt? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Das ist ohne Zweifel eine Hülse für einen 9x19 mm Patron, abgekannt als 9 mm Parabellum. Oder, ja, die Luger, ne? Luger ist eine deutsche. Da haben sich die Amerikaner draufgestürzt, um eine Luger zu bekommen. Entworfen in 1902 in Deutschland für die Luger-Pistole, erlangte sie sehr große Popularität nach dem Ersten Weltkrieg. Heute ist es die bekannteste Patrone für Pistolen und Maschinenpistolen, die vom Militär und Sicherheitsdiensten auf der ganzen Welt verwendet werden. Geht gleich weiter. Hier drüben. Irgendwie. Wisst ihr, wenn wir hier nicht aufpassen, fliegen wir noch irgendwo rein. Wahrscheinlich im Fluss. Halt mal. Nicht mehr täglich weiter rüber. Nein, halt. Noch weiter rüber. Hier, direkt bei der Pflanze ist es. Nicht, dass wir noch die Pflanze ausgraben. Ne? Könnte ja auch passieren. So, was haben wir hier? Ah, wieder Nagel. Ja, mit Nägeln kennen wir uns langsam aus. Also, nach diesem Ganzen, ne, sag ich euch, können wir uns irgendwas super Schönes zimmern. Traum. Traum. Nett, oder? Komm, das war mal ein Foto wert. Hä? Achso. Ist es dieselbe? Kann es sein, dass es dieselbe ist? Komm, wir fotografieren sie trotzdem. Besser ist besser. Huch. Huch. Ich bin ja heute... Das ist wieder ein Knopf. Ich bin ja heute eigentlich eher wegen den Bildern und dem Auftrag gekommen. Müll, Metallklumpf. Völlig nutzlos. Irgendwann fallen wir in den Fluss rein. Wisst ihr das? Irgendwann ist es soweit. Und wir fallen in den Fluss. Auf geht's. Jetzt mal was Anständiges rausgekramt. Nagel zum Beispiel, einen kurzen hätte ich gern. Ah! Ne, als ob ich's... als ob ich's gewusst hätte. Ah! Ach, oh, ich habe gerade Enten. Aber hier sind keine Enten. Ah, schön. Okay. Sind aber alleine unterwegs, ne? Finde ich gut. So, hier ist unser zweiter Fotopunkt. Okay, bin bereit. Juhu. So, was haben wir noch? Ja, wo müssen wir jetzt nochmal hin eigentlich? Hier hin. Wie soll man denn so schnell... Können wir eigentlich schnell laufen? Was sind das, die Spots, die ich schon abgegraben habe? Echt? Das ist ja cool. Da hinten und da oben ist irgendwas, ne? Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich noch? Noch einen, ne? Genau. Wiesenklee brauchen wir noch.
Frage ist, ist der Wiesenklee... Der ist doch wahrscheinlich eher hier unten. Könnte ich mir vorstellen. Das sind so Hütten, denkt man, ne? Für so Touristenhütten. Jetzt nimm deinen Fahrt auf. Okay, jetzt möchte ich noch eine, keine Ahnung, irgendein Gewehr oder so. Oder einen Knopf, ja. Wäre auch in Ordnung. Ja, nimm mal mit. Geht gleich weiter. Aber wir müssen ein bisschen so hier vielleicht. Nee? Hier drüben wird es besser. Hä? War doch gerade noch mehr, oder? Achso, ich bin zu weit. Sag doch was. Knopf, Nagel oder... Nee, das ist was anderes. Das ist so eine Kugel, ne? Bleikugel von einer Muskete wieder. Aber die ist nicht in so einem guten Zustand wie unsere erste, die wir hatten. Schaut hin. Kannst du eigentlich vergessen. Eigentlich kannst du vergessen. Kommen wir eigentlich in die Hütten auch rein? Nee. Habt ihr noch diesen Wiesenklee gesehen? Wahrscheinlich finden wir den gar nicht. Geht's eigentlich hier unten weiter? Ich glaube eher nicht. Aber ich will es zumindest mal probieren. Ich glaube, hier drüber kommt man nicht. Hier ist, glaube ich, Ende im Gelände. Ja. Keine Chance. Sag mal, kann man... Ach, man kann doch schneller rennen. Ah. Oh, da müssen wir uns... Hier kann man schneller rennen. Schatten. Komm, wir fotografieren das mal hier. Finde ich gut. Ich weiß, das braucht man nicht, aber ich finde es irgendwie gut. Wir müssen tatsächlich in die andere Richtung. Mitten auf dem Weg. Denken. Na, jetzt. Mitten auf dem Weg liegt eigentlich, glaube ich, kaum was, ne? Ach, wieder ein Karabiner. Aber echt kein so schöner, wie wir ihn schon mal hatten. Na doch. Ja. Der ist super. Kann man beinahe schon eine Kletterausrüstung uns zusammenbauen mit Karabiner und Haken, ne? Ja, aber wo ist jetzt der Wiesenklee? Ich frage mich, wo der Wiesenklee ist. Oder habt ihr ihn schon gesehen? Sind wir dran vorbeigeeiert? So, mich wird's... Ach, wieder ein Flaschenverschluss. In Ordnung. Ich will nicht meckern.
komm. War doch gerade drauf. Jetzt. Gut. Mal schauen. Eine Kugel. Brauchen eindeutig einen neuen Metalldetektor. So wird das am Ende nichts. Aber die ist gut erhalten, ne? Muss man echt sagen. So, ja, hier haben wir wieder eine Hütte. Aber wir haben noch keinen Wiesenklee. Ach so, das sind die Hütten. Ach schön. Hier müssen wir übrigens dann rauf. Glaube ich. Wir schauen nochmal auf die Karte, aber ich denke, hier ist der Weg nach oben. Ja, hier müssen wir irgendwie raufkommen. Na? Ja. Was? Du kannst nicht graben. Wieso kannst du nicht graben? Hä? Warum? Hallo? Wieso? Grab? Wahnsinnig. Wieso kannst du... Der grabt doch so rum von mir aus. Keine Ahnung. Ach, was von hier ist, kannst du nicht graben. Was soll denn das? Ein Quatsch wird das sein. Nee, halt nicht. Hallo? Ich hab's doch gerade gehabt. Hier. Jetzt. Ja, von unten konnte er nicht graben. Komischerweise. Mal echt aufpassen. Dann wird deswegen ein Nagel. Mist. Nur wegen einem rostigen Nagel. Ich glaub's nicht. Kann er bestimmt auch wieder mitgraben. Hallo? Ja? 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 Doch, hier kann er graben. Und hier hat er vor allen Dingen nicht ein Gräschen dazwischen. Was wird's? Patrone. Haben wir schon. Kennen wir. Alles in Ordnung. Aber, nichtsdestotrotz, Spree raus. Und? Achso. Die lässt sich ein bisschen schlecht identifizieren. Ich weiß nicht genau. Seht ihr? Das geht. Und dann... Okay. Obwohl, das ist eine Hülse von einer 45er. Gut, da müssen wir aufpassen. Wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg und ein wenig später. Oha. Wurde nämlich von John Browning entworfen und erlangte sehr große Popularität dank des Colts. Der Standardwaffe der US-amerikanischen Truppen zwischen 1911 und 1986. Oha! Der Herr Colt, der hat sich bestimmt auch dumm und dämlich verdient, oder? Was denkt ihr? Da unten ist der Spot! Ja, hier wollte ich rauf, ne? Also wir müssen dann doch hier rauf. Das ist nix. Wir müssen hier entlang, weil dort kommen wir nicht rauf. Und wir müssen rennen, vor allen Dingen. Das ist das, was ich heute eigentlich noch machen möchte. Wir rennen jetzt nochmal rauf, egal was passiert, was wir da unten dazwischen noch finden. Hier dran sind wir doch vorhin vorbeigerannt. Könnte schon. Traum. Ein kleiner Traum.
So, jetzt rennen wir nochmal vor an den Startpunkt. Und ich hoffe... man kann es einfach nicht lassen. Ne? Wenn das Ding... Das ist wie eine Sucht. Wenn das Ding vibriert, muss man einfach... begraben. Auf geht's. Jetzt was Anständiges rauszulassen. Okay. Und? 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 Ein billiger Metallknopf. Juhu. Den wollte ich schon immer. So, jetzt ist es gut. Ich kann immer. Nee. Ey, warte mal, wo war denn der Ausgangspunkt eigentlich? Warte jetzt mal kurz. Hier drüben. Ach so, wir müssen... Geht hier unten das auch entlang? Ist die Frage, wo wir entlang laufen dann, ne? Kommen wir da hier auch entlang? Nee, ne? Kommen wir nicht mehr über die Brücke drüber, ne? Ja, wir müssen ja bald Schluss machen, deswegen, ich würde gern nochmal die Beine in die Hand nehmen. Und so schnell wie möglich da drauf kommen. Und das nächste Mal nehmen wir den großen Auftrag noch an. Und dann nehmen wir einfach alles, was sich noch ergibt. So, auf geht's. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja. Ich bin jetzt schon außer Atem. Komm, wir nehmen die Abkürzung hier. Denkt ihr, ist das eine Abkürzung? Nee, ne? Wir müssen auf alle Fälle aufpassen, dass wir hier den Aufgang erreichen. Wir haben noch 46 Sekunden. Huch, beinahe wäre ich runtergefallen. 40 Sekunden ist nicht viel. Können wir da eben ein bisschen abkürzen? Ja, kann man. Krieg mal hin, oder? 3 Sekunden. Komm, 3 Sekunden, das ist fast eine Ewigkeit. 27 Sekunden. Das ist eine Riesenewigkeit. Komm, da können wir noch dreimal um die Hütte rumlaufen. Ah. Puh. Und? Sehr schön. Puh. Oh. Setzen wir uns ein bisschen, ne? Gut, wir gehen zurück zum Büro. Juhu. So, unsere Sammlung hat sich vervielfältigt. Wir haben jetzt eine 9mm Luger. Ein Traum. Und wir haben eine 45mm. Colt. Ein paar... Naja... Die können wir verkaufen. Oh, wir haben wirklich Geld für einen neuen Metall. Die können wir auch verkaufen. Schön. Genau. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ich sag für heute ciao, ciao. Das nächste Mal werden wir uns einen neuen Metalldetektor leisten und den großen Auftrag machen. Ciao, ciao, ciao.